ihren Unmut laut gemacht haben, dass sie hier zum neuen Vlog auf unserem Kanal. Wir hoffen, es geht euch allen gut. Yeah. So, also ich habe noch eine kleine Sache hier, ne? Schatzi, erkennst du noch die Schlüssel? Erkennst du die Schlüssel nicht? Nein. Rate, wo wir heute Abend hin waren. Übers Wochenende. Nein, ich habe alles mit meinem Papa geregelt. Wir fahren nach Holland. Woher? Bis Sonntag. Er hat mich vorbeigebracht. Heute Abend? Jetzt, oh mein Gott. Du hast doch gesagt, du willst mal Familienurlaub. Ja. Hä, hey, Papa ist in Ordnung. Nein, nur wir. Wir drei. Ja, dann bin ich vorbeigebracht. Oh, ihr seid so süß. Wann hast du das denn abgeklärt? Ich habe alles organisiert, Alter. Seit wann? Ja, Anfang der Woche oder so. Oh, Baby. Wir fahren in Urlaub. Juhu, wir fahren in Urlaub. Aber es gibt noch eine Sache. Oh mein Gott. Eine Schwierigkeit. Oh, was? Du hast jetzt noch genau eine Stunde und 45 Minuten Zeit, alles zu packen. Oh, Schatz, du Kacke. Oh ja. Mein Gott. Du musst das Hundezeug packen. Dein Fotokram, dein iPad, die Kamerazeugs, alles was wir brauchen, MacBooks, alles musst du packen. Oh mein Gott. Und deine Sachen. Du bist noch nicht mal aufgeräumt. Egal. Oh Baby, ich liebe dich. Ja. Oh Schatzi, wir fahren nach Holland. Wir fahren nach Holland. Oh, du bist so süß. Oh geil. Oh mein Gott, du bist der Coolste. Das bedeutet, ich gehe jetzt zum Friseur. Hast du dich gerade mit Papa getroffen? Ja. Wo, gerade? Ja. Wo im Büro. Hä, war der bei dir? Ja. So, ich gehe jetzt zum Friseur und du fängst an, alles zu packen. Ich weiß gar nicht, wo vorne hin. Ja, das musst du jetzt hinkriegen. Eine Stunde und 45 Minuten hast du Zeit. Wie lange? Bis Sonntag? Ja, bis Sonntag. Was haben wir denn heute? Donnerstag? Vier Tage? Ja. Oh, Juli, ich muss an dich alles denken. Ja, yeah, du musst Futter einpacken und alles. Okay, und so, also sie vloggt jetzt weiter und ich gehe zum Friseur. Bis später. So. Der coolste Schatzi. Weil du gesagt hast, du wolltest mal wieder in Urlaub und dann zu dritt und so. Ja, du bist der Beste. Ja, und? Das erste Mal in unserer Beziehung, dass du dir was gemerkt hast, was ich gesagt habe. Genau. Ich liebe dich. Richtig. Oh Juli, dann müssen wir jetzt alles packen. Guck mal, was abgeht. Wir fahren in Urlaub. Ich muss los hier. Wir fahren los. Meine Tasche. Deswegen sollte ich den Termin beim Tierarzt verschieben. Und deswegen habe ich auch die ganze Zeit gesagt, boah, dann haben wir ja am Wochenende gar nichts vor und so. Stimmt, krass. Ich hab's einfach. Okay, ihr Lieben, wie krass süß ist das denn bitte? Ich habe jetzt gerade schon direkt die Koffer aus dem Büro geholt. Und oh mein Gott, das ist so unfassbar süß, wirklich. Ich freue mich so, so, so sehr. Auch, dass er das so mit meinem Papa abgesprochen hat. Das ist einfach viel, viel, viel zu süß. Und keine Ahnung, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Sekunde, Juli, ich muss kurz die Koffer hochbringen. Es ist... Boah, ich bin gerade irgendwie mega überfordert. Ich weiß gar nicht, was ich alles einpacken muss. Und normalerweise, wenn wir nach Holland fahren, schreibe ich mir 2 Wochen vorher immer eine Liste, was wir alles einpacken müssen. Und jetzt haben wir halt auch noch Juli dabei. Da darf ich auch nichts vergessen. Jetzt habe ich einfach nur 1,5 Stunden Zeit. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Und ich poste gestern auch noch auf Instagram. Boah, bin ich außer Atem. Schatzi, komm mal her. Und ich poste gestern auch noch so auf Instagram, stellt mir Fragen. Und da hat jemand gefragt, wann wir in Urlaub fahren. Und ich habe darauf halt geantwortet, ja, dass wir dieses Jahr spontan fahren werden. Wir wissen es noch nicht. Das ist zu verrückt.
ihr Lieben, wir sind jetzt angekommen beim Friseur. Ja, es ist sehr hektisch heute alles. Wir fahren quasi direkt hiernach los. Das wusste ich auch nicht. Ich dachte normalerweise, wir fahren noch mal kurz nach Hause. Aber anscheinend, wenn wir hier fertig sind, geht's los. Das habt ihr jetzt auch noch nicht gewusst, aber Kobi hat es mit einplanen müssen, dass heute ja mein Friseurtermin ist. Und deswegen fahren wir heute Abend bzw. hiernach dann los. Und ja, Juli ist natürlich wie immer mit am Start. Ich habe gefragt, er durfte mit. Mega, mega süß. Jetzt liegt er da. Wie immer, ganz entspannt. Hauptsache mit dabei. Ja. Er ist echt der Beste. Und ja, jetzt machen wir erstmal meine Haare frisch und dann schauen. Kobi schneidet jetzt gleich den Vlog von gestern. Gestern, ja. Ja. Oh, sieht das gut aus. Hier in dem Licht sieht man so wunderschön aus. Spürt ihr dieses holländische Licht? Riecht ihr diese Luft? Es wäre so schön, wenn ihr es spüren könntet. Wirklich, ne? Aber echt. Das ist so ätzend, ne? Ja, die Sonne nervt wirklich krass. Seit 3 Stunden steht die einfach vor uns. Das ist so ganz komisch, ey. Boah. So, wir haben jetzt gerade hier angehalten, weil hier eine Brücke ist, die in der Nähe von Amsterdam über den Fluss geht. Hallo, ja, und deswegen müssen wir jetzt. Wir sind Aliens. Ja. Ich zock grad drauf. Der Typ, ey. So, willst du jetzt mal deine Haare wenigstens zeigen? Wenigstens ist er cool. Ja, okay, passt, haltet euch fest, ich zeige euch jetzt gleich meine Haare. 1, 2, 3. Nein, aber sie sind viel heller. Jetzt gerade im Licht sehen die so hell aus, ne? Das sind sie doch auch, sie sind hell. Ich guck mal, wie der Gott beobachtet, Alter. Ja, richtig Bock. Ey, ich glaube, er will mitvloggen. Ich schwöre. Kobi X, Mone X, Unbekannte. Ja, ich bin auf jeden Fall hier hart. Mann! Oh, es geht weiter! Dieses frische Friseur. Oh komm, ich übernehme schon. Es geht weiter! Er hat richtig. Er hat auf jeden Fall richtig Lust. Allerdings ist das der Typ, der mich vorher die ganze Zeit böse angemacht hat, weil ich 100 gefahren bin. Also ich bin auf jeden Fall Sudoku am Spielen. Wir haben vorhin einen Fahrerwechsel gemacht. Dann bin. Ja, jetzt sieht man die Haare richtig. Jetzt ist es richtiges Licht. Ja. Genau, haben einen Fahrerwechsel gemacht. Dann bin ich gefahren. Wie nah ist das Flugzeug bitte dran? Oh mein Gott, kommt nicht mal ansatzweise so rüber. Ich hasse es, dass sowas auf der Kamera nicht so rüberkommt. Ja, und dann bin ich gefahren, dann bin ich super, super müde geworden. Jetzt fährt er wieder und ich bin einfach nicht mehr müde. Kennt ihr das? Und ja, deswegen zocke ich jetzt ein bisschen was. Juli ist einfach der absolut geilste Hund auf dieser ganzen weiten Welt. Er ist der Beste. Er hat einfach die ganze Zeit beim Friseur gepennt. Jetzt pennt er einfach hier die ganze Zeit schon im Auto. Er ist der Coolste. Er ist einfach der Coolste. Oder was sagen Sie dazu? Ja, er ist der Coolste. Wir haben echt den coolsten Hund auf der Welt. Und ja, ich spiele auf jeden Fall jetzt mal hier weiter. Und dann sind wir endlich bald da in 15 Minuten. Ah, oh, geil, nur noch 15 Minuten. Ja, ich freue mich so sehr, am Platz zu sein. Schön. Boah, bitte guckt nicht meine Haare an. Guten Morgen, es ist der nächste Tag und wie ihr seht, haben wir hier erstmal ein bisschen Chaos gemacht. Ich will erstmal sein Essen, dann gehen wir raus. Guck mal, du siehst auch so fertig aus. Oh. Ich habe einfach immer noch das T-Shirt an, wundert euch bitte nicht. Ich bin gestern damit einfach eingeschlafen. Wir sind hier angekommen, haben alles fertig gemacht und haben dann mit Jan, unserer Freundin, ein bisschen... Oh Gott. Ein bisschen gechillt und... Weil die fahren nämlich heute schon wieder, das heißt, wir haben so quasi den ersten und den letzten Abend zusammen verbracht. Aber echt cool, hat echt Spaß gemacht. Aber dann sind wir irgendwie um 1 ins Bett und ich habe Zähne geputzt, mein Gesicht gewaschen, stand so im Schlafzimmer und dachte so, nee. Und hab mich aufs Bett fallen lassen, einfach eingepennt, ganz ehrlich. Das ist Urlaub und das ist Camping. Beste Leben. Aber ja, ihr seht, das Wetter ist ziemlich beschissen, alles ist nass, es hat die ganze Zeit geregnet, aber richtig heavy. Also jetzt gerade ist wirklich nichts, aber vor 10 Minuten hat es noch so krass geregnet. Ich war heute Morgen mit Juli um 7 Uhr schon mal draußen, also er hat gestern von wann sind wir im Bett, 1, 2 Uhr, irgendwie so, bis heute Morgen um 7, da musste er raus. Da bin ich mit ihm rausgegangen, da war er schon klitschnass, weil es halt geregnet. Hat er gemacht alles und dann habe ich ihn trocken gemacht. Mit diesem Handschuh ganz normal trocken gemacht und bin quasi
wieder zurückgegangen und habe ihn reingelegt. Ja, und dann hat er jetzt nochmal geschlafen bis jetzt gerade und wir haben jetzt schon 20 vor 12, also wir haben uns richtig gut gehen lassen. Wir haben richtig ausgepennt, aber ganz ehrlich, das war auch einfach mal nötig. Also ich weiß nicht, wann wir das letzte Mal ausgepennt haben. Ist so, oh, meine Haare, Alter. Was ist da los? Voll crazy. Aber könnte man auch so mal tragen, oder? Komme ich wahrscheinlich nie wieder so hin, weil das ein natürliches Schlafprodukt ist, aber... So, und ich wollte jetzt hier diese ganz entspannte Stimmung... Warte mal, ich stelle mal ganz kurz die Kamera irgendwo hin. So, und ich wollte diese ganz entspannte Stimmung jetzt nochmal ganz kurz nutzen und zwar kurz quatschen. Und zwar über die IKEA-Geschichte. Ja, ich kann verstehen, dass einige in den Kommentaren ihren Unmut laut gemacht haben, dass sie es blöd fanden, dass wir den Hund mit reingeschmuggelt haben. Aber was ich nicht verstehen kann, ist erstens, das war kein Schwerverbrechen. Zweitens, also man einfach mal Spaß auch im Leben haben. Klar, man sollte sich immer an Regeln halten, das sage ich auch, wir leben das auch vor. Dass wir immer versuchen, euch was Gutes mitzugeben, aber manchmal kann man auch einfach mal ein bisschen mehr Spaß im Leben haben, indem man halt einfach vielleicht eine Regel bricht, die aber jetzt nicht dramatisch ist. Ich sag jetzt nicht, dass ihr Regeln brechen sollt, wie geht beim Kiosk Schokoriegel klauen oder so, weil das macht man nicht. Aber wenn jetzt zum Beispiel einer sagt, hey, ihr dürft hier einen Hund in ein Möbelgeschäft nicht mitnehmen, so... Es war eine witzige Situation. Wir sind da durchgegangen. Die erste Mitarbeiterin hat ihn gesehen im Einkaufswagen, hat gelacht und ihn gestreichelt. So. Also ohne Witz. Da ist doch immer dieses Kinder-Smallland. Und wir sind rein und die guckt so und geht so hin und streichelt ihn so. Boah, das ist aber ein Süßer. So, ja. Also so krass kann das Verbot ja nicht gewesen sein. Und der Typ an der Kasse hat ihn auch gesehen und hat gesagt, oh, das ist aber ein süßer, das ist ja ein süßestes Stofftier, was wir bei Ikea hatten, hat sie auf Spaß gesagt. Ne? Also so dramatisch war das ganze Thema jetzt nicht, aber ich kann natürlich verstehen, wie siehst du denn aus? Ich habe mir Papas Jacke stürzt. Papa, falls du den Vlog hier siehst, jo. Beste Jacke. Ja, bitte entspannt euch alle. Da ist Juli, der kleine Mann. Guten Morgen, Schatz. Guten Morgen, ne? Chillt einfach alle mal ein bisschen, ne? Und wir sind nicht ins Gefängnis entspannt. Gekommen. Wir haben keine Schwerverbrechen begangen und keine Ahnung was. Ja. Und was halt auch viele gesagt haben noch in dem Thema ist einfach dieses mit dem Alleinelassen. Also erstens, Mone bemuttert ihren Hund nicht und Mone... Glaub mir mal, wie streng ich manchmal mit dem bin, Leute. Ja, also nur nicht. Das zeigen wir halt immer nicht. Also wenn wir den jetzt irgendwie mal wirklich streng und böse zu dem sind, das finden wir halt blöd, das zu zeigen, weil... Ja, generell auch, wenn er jetzt halt irgendwie Blödsinn macht, dann mache ich ja nicht erst die Kamera an und schrei ihn, also nicht schreien, aber mecker ihn dann an oder sei böse zu ihm, sondern... Ja. Ja, ne? Nee, auf jeden Fall. Wenn ich ihn bemuttern würde, ist es halt unser erster Hund, es ist unser Hund, dann können wir mitmachen, was wir wollen. So, aber das ist schon alles. So, das Ding ist, wir sehen halt, was er für Fortschritte macht und zum Thema alleine lassen, das ist ja jetzt ein so heiß diskutiertes Thema bei euch. Es ist absolut unsere Entscheidung, wie wir das Thema angehen. Da muss ich jetzt auch wieder ein bisschen ernster zu euch werden, weil ich finde es echt in Ordnung, dass ihr eure Meinung in die Kommentare schreibt, aber bitte eure Meinung und nicht eure Meinung plus, ihr seid so unreif und nicht überhaupt nicht mehr erwachsen. Ja, und auch nicht dieses uns sagen, was wir machen müssen. Ja, so ihr müsst den endlich mal alleine lassen. Nein, dieser Hund ist 12 Wochen alt und wir lassen ihn alleine. Der war schon 15 Minuten, mal eine halbe Stunde. Die letzten zwei haben wir zusammen einkaufen, da war es eine Dreiviertelstunde, war der alleine und er hat das super gemacht. Aber da schreibt dann jemand in die Kommentare, also mein Hund war ja ab dem ersten Tag 2 Stunden alleine. Ja, super. Und wenn ihr in die Ikea geht, dann müsst ihr den Hund alleine lassen. Ja, klar lasse ich meinen Hund 5 Stunden alleine mit Hinfahrt. Wir waren 2,5 Stunden, glaube ich, vor Ort. Ja. Dann mit der Rückfahrt, mit dem Einladen. Na klar, lasse ich den jetzt 5 Stunden alleine. Einen 12 Wochen alten Welpen. Ja. Junge, normale Hunde lässt man 5 Stunden alleine. Sam bleibt manchmal 5-6 Stunden alleine. Selbst da hat man schon schlechtes Gewissen. So, und selbst da, genau, denkt man sich so, wäre lieber geiler, den mitzunehmen. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum man immer direkt so Kommentare schreibt. Es ist unser Leben und wir entscheiden uns dazu, euch an unserem Leben teilzuhaben. Und wenn wir uns dazu entscheiden, unseren Hund niemals alleine zu lassen, dann ist das auch unser Leben. Ob der dann irgendwann, wenn wir mal 10 Minuten wechseln, ausrastet, dann ist es unser Problem. Da habt ihr ja nichts mit zu tun. Ihr hört das Bellen ja dann nicht. Also
Selbst wenn, wäre das ja unsere Entscheidung. Und wenn ich ihn knuddel und bemuttere, dann mache ich das, weil es ist unser Baby, ne? Mach ich halt. Ja, guck mal, ihn kann man doch aber auch nur knuddeln. So, wir gehen jetzt erstmal Pipi und Kaffee machen. Ja, komm, mach das. Ja, komm. So, Wort zum Sonntag. Ihr könnt natürlich trotzdem gerne auch da wieder eure Meinung dazu schreiben, in die Kommentare. Oder via Bewertungsbutton, Daumen hoch oder Daumen runter. Aber schreibt halt vernünftig einfach, ne? Wir haben echt in dem Hundethema viel uns an den Kopf werfen lassen in den letzten Tagen. Und klar, viel auch, wo man einfach drüber hinwegliest und so. Aber manchmal ist man kann auch einfach übertreiben. Aber das mussten wir eigentlich auch von Anfang an, ne? Ja. Wenn wir uns einen Hund holen und das mit in die Öffentlichkeit ziehen, dass das ein heißes Thema wird, wo jeder halt anderer Meinung ist. Und wir wussten da ja eigentlich schon, dass da viel auch negativ... Das ist ja genau wie, wenn man jetzt schwanger ist und ein Kind bekommt. Ist so viele schreiben, dass man das Kind falsch erzieht oder irgendwas. Das ist genau dasselbe. Ja, das ist halt, wenn man ein Leben in der Öffentlichkeit führt. Aber darüber beschweren wir auch nicht. Wir beschweren uns ja nur über die Leute, die einfach so unnötig böse schreiben. Ne? Also wenn ihr unter denjenigen seid, die in den letzten Wochen Feedback runtergeschrieben haben, wir versuchen ja auch alles umzusetzen. Wenn uns jemand, also ganz oft haben uns Leute geschrieben, macht mal das mit dem Sitz und so und so und so. So, wir versuchen das zu leben, klar, nur, ey, ist unser erster Hund und... Ja, fein, Schatz. Jetzt macht er gerade Häufchen. Super. Und das hat er zum Beispiel auch schon sehr gut gereiht. Klar passieren auch mit 12 Wochen noch Unfälle. So, aber der Junge weiß, dass er nicht mehr in der Wohnung zu kacken hat. Und wenn ihm das mal passiert, so, dann ist es halt so. Ne? Überlegt euch mal, wie lange der jetzt schon durchschläft. Ist so, ne? Also, ich finde, Juli ist echt der beste Hund, den wir hätten haben können. Wort zum Sonntag, jetzt aber wirklich. Und jetzt gehen wir erstmal was frühstücken. Boah, das ist aber gewohnt. So, da sind wir fertig gemacht. Naja. Haben alles gepackt. Angezogen. Also angezogen, kurz Zähne geputzt und mal das Gesicht gewaschen, Haare immer noch nicht. Juckt aber nicht, wir sind im Urlaub. Und auf einmal wieder so. Best weather, übelst am Rainen. Kommt natürlich auf Kamera wieder nicht rüber, aber hier, da im Stuhl. Und man hört, es regnet. Ja. Und er will die ganze Zeit raus, aber nee. Ich hab den Rad trocken gemacht. Naja, wir warten jetzt kurz, bis wir ins Auto einsteigen können und dann geht's ab ins Dorf. Hallo! Immer die ganzen Nachbarn. Oh ja, ja, hat auch Hallo gesagt. Hallo! Ja, ja, ja. Okay, wir fahren jetzt auf jeden Fall los, wenn es dann gleich mal aufhört. Ja. So, wir sitzen jetzt wieder hier. Wir haben lecker, lecker, lecker gefrühstückt. Ich fange jetzt an, den Vlog für euch zu schneiden auf dem Laptop. Und Mone ist gerade mit ihrem iPad beschäftigt und spielt Sudoku. Man kennt sie. Ja, ein bisschen Entspannung, Leute, ne? Einfach ein bisschen am iPad Sudoku spielen, man kennt ihn. Sie spielt gerade auf meisterlich und kommt irgendwie nicht klar, das ist aber so schwer. Sie gibt ihr Bestes. Oh, da kommt jemand. Ach so, nur die Nachbarn. Das ist so schwer. Ja. Naja, ich würde sagen, wir beenden den Vlog an dieser Stelle. Es geht ja sowieso weiter im nächsten Daily Vlog. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und nehmt euch zu Herzen, was wir gesagt haben. Und das sind meine Haare gerade. Ich bin raus, Mona ist raus. Wir haben euch ganz doll lieb. Bis dann.